Schillers Wohnhaus und Garten in Jena. Eine Reise durch einen einzigartigen Erinnerungsort. In jenes Krieges Mitte stellt euch jetzt der Dichter. 16 Jahre der Verwüstung, des Raubs, des Elends sind dahin geflohen und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Und rohe Horden lagern sich, verwildert im langen Krieg auf dem verheerten Boden. Was will der Bauer da? Fort, Halunk! Gnädige Herren, einen Bissen und Ton. Haben heute noch nichts Warmes gegessen. Ei, das muss immer saufen und fressen. Nichts gefrühstückt? Da, trink du, Hund. Im März 1797 kauft Friedrich Schiller das Gartenhaus vor den Toren Jenas und verbringt dort mit seiner Familie die Sommermonate. Hier entstehen zahlreiche Balladen, wesentliche Teile des Wallenstein sowie der Anfang von Maria Stuart. An seinen Schwager Reinwald schreibt er 1798: Wir können uns in 3 Stockwerke verteilen und ich bewohne die Mansarden. Auch habe ich einen Pavillon am Ende des Gartens bauen lassen, von 2 Stockwerken, woraus man eine recht hübsche Ansicht hat. Wie wichtig für Schiller sein erstes selbst erworbenes Grundstück ist, deutet ein Briefwechsel mit Goethe von 1797 an. Darin brachten beide ihre Empfindungen für Erinnerungsorte zum Ausdruck. Auf der Fahrt nach Frankfurt sah Goethe das Haus seiner Großeltern wieder. Unter dem Eindruck dieser Erinnerung schrieb er an Schiller, dass ihm nun gewisse Gegenstände vor allem symbolisch wichtig erschienen. Schiller antwortet darauf: Zuletzt kommt es doch auf das Gemüt an, ob ihm ein Gegenstand etwas bedeuten soll. Nach seiner Übersiedlung nach Weimar verkaufte Schiller 1802 sein liebgewonnenes Jenaer Grundstück. Doch in Weimar blieb ihm nur noch wenig Zeit. Da hör ich schreckhaft mitternächtiges Läuten, das dumpf und schwer die Trauertöne schwillt. Ist's möglich? Soll es unseren Freund bedeuten, an den sich jeder Wunsch geklammert hält? Den Lebenswürdgen soll der Tod erbeuten? Ach, wie verwirrt solch ein Verlust die Welt! Noch in Trauer um seinen Freund schrieb Goethe seinen Epilog zu Schillers Glocke. Schon 12 Jahre später reift in ihm der Plan, den historischen Ort zum Dichtermuseum zu gestalten. Und er schreibt an den Weimarer Staatsminister: Mein lieber Vogt, Schiller baute in die linke Ecke seines Gartens ein kleines Häuschen und meine Absicht ist, des Freundes Büste da selbst aufzustellen. Hierzu wünschte ich nur einen Stuhl, einen kleinen Tisch, vielleicht Tintenfass, Feder oder irgendeine Reliquie. Anständig und zierlich aufgestellt. Goethe. Aber es kam anders. Bereits 1812 war Schillers ehemaliges Grundstück in herzoglich weimarschen Staatsbesitz übergegangen und Goethe richtete hier ein Observatorium ein. Anlässlich Goethes letzten Besuchs in Schillers Garten notierte Eckermann: Auch hatte man einen weiten Horizont. Der Aufgang und Untergang der Planeten war von hier aus herrlich zu beobachten. Und man muss sich sagen, dass dies lokal durchaus günstig sei, um das Astronomische und Astrologische am Wallenstein zu dichten. Sentimental erinnerte sich Goethe: Hier hat Schiller gewohnt. In dieser Laube haben wir oft an diesem alten Steintisch gesessen und manches gute und große Wort miteinander gewechselt. Zwanzig Jahre später, anlässlich Schillers akademischen Jubiläums 1839,
hielt der Festredner Professor Eichstädt eine Laudatio. Und nicht dadurch, dass wir Säulen und Standbilder verherrlichen, beweisen wir, dass wir den Geist der Griechen, der aus Freiheit geschaffen wurde, in uns aufgenommen haben. Wichtiger sind die Werke Schillers. Sein Ruhm wird überleben, obwohl wir für ihn kein Denkmal in unserer Stadt errichtet haben. 1847, den alten Gartenplan in Händen haltend, fand Professor Dietrich Georg Kieser nicht nur das Gartenhäuschen abgetragen, sondern auch die Erinnerung an Schiller verblassend. Deshalb setzte er in einer privaten Initiative einen Gedenkstein an die Stelle, wo einst die Zinne stand. Ehret die Frauen sind die Liedesworte unseres großen Dichters, der uns damit zu ewigem Dank verpflichtet hat. So beginnt 1859 der Aufruf der Jenaer Frauen zur Stiftung einer Schillerbüste zu seinem 100. Geburtstag. Zum 100-jährigen akademischen Jubiläum Schillers, war endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem seine Universität ihm ein Denkmal setzte. Bereits 1878 war von Professor Ernst Abbe, der nun das Haus bewohnte, im Andenken an die Dichterrunde am Schillertisch ein weiteres Denkmal gesetzt worden. Das Sommerhaus Schillers, in dem er seine beste Zeit verlebte, den Wallenstein, die Jungfrau und die Mehrzahl seiner Balladen dichtete und häufig mit Goethe verkehrte und das jetzt dem Hausmeister der Sternwarte als Wohnung dient, ist innerlich und äußerlich fast unverändert. Es fragt sich, ob nicht wenigstens das Dachgeschoss, in dem Schiller zu arbeiten pflegte, zu einer Erinnerungsstätte an den Dichter ausgestaltet werden könnte. Was würde so manche andere Stadt um eine solche geweihte Stätte geben? Jena, den 22. Juni 1921. Max Vollert. Diese Initiative des Universitätskurators brachte Jena im Jahre 1924 das erste Schillermuseum. Als die Nationalsozialisten auch nach der Kulturhoheit griffen, konnten sie auf eine festgefügte Tradition der Schillerverehrung zurückgreifen. So stand am 12. November 1934 in der Weimarschen Zeitung zu lesen, die thüringische Regierung habe bestimmt, dass die Jenaer Universität fortan seinen Namen führen soll. Schiller war der begeistertste Kämpfer für Vaterlandsliebe und Freiheit, weshalb auch bis in alle Zukunft unsere Universität die Pflegestätte dieses Dranges sein möge. Denn wir wollen frei sein, wie unsere Väter waren und eher den Tod als die Knechtschaft erdulden. Die Jenaer Universität heißt von nun an Friedrich-Schiller-Universität. Zugleich mit den Feierlichkeiten zur Namensverleihung fand in Weimar eine Schillerfeier statt, an der auch Adolf Hitler und Josef Goebbels teilnahmen. Als 1945 die Innenstadt Jenas in Schutt und Asche fiel, blieb Schillers Gartenhaus als einzige der Jenaer Schillerstätten weitgehend verschont. Thomas Mann und das Jenaer Schillergedenken hatte eine eigene Vorgeschichte. Mann verfasste 1905 mit »Schwere Stunde« eine Schiller-Novelle, die den Jenaer Schiller im Ringen um seinen Wallenstein zeigt und trug diese 1921 in den überfüllten Jenaer Rosensälen vor. Anlässlich des 150. Todestages Schillers wurde Thomas Mann am 9. Mai 1955 die philosophische Ehrendoktorwürde der Friedrich-Schiller-Universität verliehen. Mann wohnte damals als Gast dem Zentralen Staatsakt in Weimar bei.
Der Festakt zur Übergabe der Ehrenpromotionsurkunde fand im Weimarer Stadtschloss statt. Die Laudatio hielt der renommierte Jenaer Germanistikprofessor Joachim Müller. Schillers Jenaer Gartengrundstück entfaltet auch noch am Beginn des 21. Jahrhunderts eine einzigartige Aura. Hier stehen mehr Gedächtnismale der verschiedenen Generationen versammelt als an irgendeinem anderen Schillerort. Das zu bewahren und immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, ist unser Ziel.